Willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Ich bin euer Fyrobo. Und ja, letzte Folge haben wir diese eklige Festung gemacht. Uff, ich will nicht mehr. Sage ich dazu eine Festung? Ja, haben wir fertig und. Ja, jetzt haben wir das eigentlich als unser Ziel auserkoren. Denn da gibt es anscheinend Olympia und vorne gibt es einen Schnellreisepunkt. Den wollen wir nutzen. Weil dann können wir eine Mission noch abgeben. Das ist gerade der Plan, den ich habe. Ob dieser Plan wahr wird. Was ist los, Feld? Ist noch was mit dir oder nicht? So. Jetzt haben wir zwei Kopfgelder weg. Warum auch immer. Ich verstehe es nicht, aber. Ach, das ist. Na, was wir schon gemacht haben, oder was? Eigentlich nicht. Nein, halt. Meinst du mir gewesen? Den beklaue ich sie jetzt. Um diese Region lockern. Das überlebst du nicht. Na los, nehmt ihre Pferde auf. Geht klar. Auch. Hälfte doch. Ich hatte mich schon damit abgefunden. Ja, bitte schön, trotzdem bist du diejenige, die gemeldet hat, dass ich die Leute umgebracht habe. Wahrscheinlich, ne? Schon mal so anmerken. So, das war schon fertig. Er hat einfach den Busch auf dem Weg platziert. Ja. Naja, gut. Wir machen weiter. Wir wollen das Ding hier holen. Und soll ich die Olympische Stadt hier ein bisschen angucken. Heiligtum von Olympia. Und schon haben wir wieder den 2 km/h-Gang drin. Nice. Immer mehr. Wo ist das olympische Feuer? Ja, Hauptsache wieder Tempel von Zeus. Zum Weg. Das ist übrigens ein richtiger Tempel von Zeus. Was spenden oder so? Unglaubliche Kunstfertigkeit. Viel besser als die Statue auf Kefalenia. Ich kann nicht mal draufklettern. Naja, stehen lasse ich mal jetzt. Aber Fantasie. Denn ich habe keinen Bock auf noch mehr Stress. So, und jetzt haben wir endlich das Ding, was wir aus unseren Thumbnails schon kennen, vielleicht sogar, oder? Also halt. Tada, fertig. Schnellreise hinzugefügt. So.
Kalkor. Jetzt haben wir da direkt das Schiff vor unserer Nase. Okay, können wir uns eigentlich noch holen. Jetzt noch eine Nachrichtentafel theoretisch. Aber brauchen wir nicht. Warte. So. Ah ja, hab Spaß in der Stadt hier scheinbar. Ich will auch Spaß haben. Aber ne, ich hätte das nämlich nur von irgendwelchen Zentren gejagt. Alles klar. Oh, ist wieder schön Becken. Olympisches Becken. Bitte tatsächlich recht. Ja, wahrscheinlich kriege ich ja dann überall historische Dinge angezeigt. Vermute ich jetzt mal. Weil ja alles historisch ist. Aber unser Upgrade von Ausrüstung hat uns irgendwie nicht weitergebracht, ne? Ist das aufgefallen? Okay. Okay. Warum ist hier jetzt plötzlich. Warum? Einfach nur warum? Und vor allem. Hä? Einfach kein Gegner? Oh, wie kacke. Nein, ich wollte auf die Map. Ich auch noch einen Rekalkus. Wir sind beide einfach auf derselben Liga. Es müssen noch Zombie aus. Warum? Das ist dieser Geheimgang. Mission. Ja, lass mal hier gucken, komm. Ich hab nur was Interessantes hier. Nee, ich muss tauchen scheinbar. Aber jetzt geht's doch. Tafel. Da muss ich wahrscheinlich doch in diesen Geheimgang rein. Dann gucken wir mal. Gucken wir mal. Ist hier nix. Und der Schatz ist da oben. Dann schauen wir mal. Schauen wir uns mal diesen Geheimgang an. Meine Schatz. Aha. Okay. Jetzt erwartet es eigentlich, dass da oben was ist, weil. Aber dein Fan aber. Doch nicht. Das sieht echt sowieso ein Hindernisparcours aus, ne? Du hast extra vorausgekriegt, dass du nicht den Boden berührst. Ist auf jeden Fall so konstruiert. Nein, ich will da reinkasten. Ich will wissen, was hier los ist. Ja, finde ich schon gut, dass ich nichts mitnehmen will. Jetzt muss man runter, um hochzukommen oder wie? Hm. Schauen wir mal.
Auto findet. Nehmen. Neues. Zuck, zuck. Mitnehmen. Ist ja okay. So geht's hier, by the way. Sie macht einfach nichts. So viel zu der Charmin-Störung, die ich angesprochen habe. Steintafeln. Ja, Dinge, die ich nicht finden kann. Nice. Schon zum Bett dazu gehen. Auf jeden Fall war ein junge Mädchen bewegt die Steintafeln. Schlimm mit dir. Nehmen. Alles klar. Ja, kletter. Damit. Das hier komme ich nicht mehr weiter, oder? Oh, das sie. Das ist ein nerviger Ort. Komm hier. Ach, lol, ich hatte hier einen Weg, aber das ist gar nicht. Oh Gott, jetzt sind ich da zurück. Endlich können wir zurück, wir sind fertig. Eine riesige Höhle für ein bisschen Menschen. Ja, jetzt wieder nach oben. Macht sie. Sie schwimmt nicht nach oben. Sie sagt tauchen. Sie taucht nicht. Das ist unglaublich nervig. Komm. Schön. Hier raus. Ich mag nicht mehr, ich mag nicht mehr. Ready. Hier einen Punkt tun, wir holen uns den ja einfach mal. Und das ist schon mal erledigt. So. Und sie das hier so gebaut. Das wüsste ich gerne mal. Sollen sie einen Punkt haben? Muss das seinen Grund haben? Ja. Und wir sind jetzt auf jeden Fall gekommen.
Ein Pferd ist auf jeden Fall sinnvoll. Ein Pferd will einfach nur Screentime haben und nichts dafür machen. Jetzt hab ich auch keinen Bock mehr auf dich. Ich muss mal verstehen, das hält mir nicht mal. Danke für nix. Zack. Zack, zack. Wunderbar, wunderbar. So, haben wir das alles? Das ist nicht mehr so viel. Hier haben wir noch ein bisschen was. Gessen ist. Haben wir ein bisschen was zu tun noch. Ah, dann hätten wir noch ein bisschen was zu tun und der hat natürlich ein Geld, aber es ist schon deutlich runtergegangen. Deutlich. So, wir gehen mal auf die Karte. Da kann ich noch ein paar Sachen nachgucken. Mein Eurykalkos. Stehen, ja. Und dann wollen wir die Fälle abgeben. Fälle abgeben, yay! Na, ja, das hatten sie. Oh, natürlich stellt sich mir ein Sand an den Weg. Sollte es auch anders sein. Ich bin smart und gehe einfach. So, gucken wir eben schnell hier noch drauf. Tolles noch. War die denn für eure Stadt? Gar nicht Nutzlosigkeit. Na, was passiert? Wir können die erste Muse kaufen. Wow. Die haben wir schon. Für den ganzen Aufwand. Nichts und wieder nichts. So. Angnes, ne. Bin ich schon was an oder? Kriegen die Fälle öffner. Man spricht mit Paper, ne? Dann quatschen wir mit der Hebamme. War ja was gewesen. Ja, wo ist die Hebamme? Wenden. Okay, let's go. Bitte müssen wir nur noch 15 Aufgaben erledigen. Oh, Welt, wie sie mir gefällt. Und dann ist bei hier so ein Typ.
braucht. Ja, Quatsch mit dir. Ich bin wegen des Auftrags von der Tafel hier. Worum geht es? Soldaten kommen und gehen. Spartaner, Athener. Säuglinge warten nicht, sondern kommen, wenn die Götter es wollen. Du erwartest Geburten? Zwei der Frauen können jetzt jeden Tag soweit sein. Aber die Soldaten haben meine Arzneien konfisziert. Sie wollen sie überprüfen. Säuglinge warten nicht auf den Abschluss solcher Maßnahmen. Und ich soll sie dir besorgen? Ja, und zwar koste es, was es wolle. Die Götter sind dir hold. Ich habe es schon erledigt. Ich schulde dir unendlich viel. Bitte nimm diese Kleinigkeit. Wann haben wir das gemacht? Ist klar. Du bist stark, geschickt und offenbar sehr einfallsreich. Jemanden wie dich kann ich gut auf meinem Schiff brauchen. Was sagst du? Hab Dank für alles, was du getan hast, Söldnerin. Aber auf See bin ich nutzlos. Das ist ein Fehler, aber ich respektiere deine Entscheidung. Geil. Fertig. Ich weiß nicht, was sie dafür gemacht haben, aber wir haben schon erledigt. Scheinbar. So, den will ich machen. Das Ziel, das haben wir auch noch stehen. So, wo müssen wir denn hin? Da hinten müssen wir hin. So, dann greisen wir einfach mal hier hin und holen uns unser Schiff und dann hauen wir ihm auf die Fresse. Anderen Schiff. Jorika. Wie soft. Ich glaube, jetzt wird es jetzt mal dunkel wieder. Na fast. Die Schiffe haben sich schon Fleck bewegt. Die. Oh, ich krieg so ein Ding. Ja, shit. Erledigt. Nice. Der Athena, Athena. Was ist Athena hier? Ja, griechische Athena. Vertreten. Bitte mal in der Region Perkis. Okay. Was machen wir? Lass uns Siege sammeln. So, wo müssen wir hin? Das war das Ding eigentlich aus. Jetzt haben wir so einen Balken, aber. Ah. Oh ne. In die Fälle Daphne. Ja, wo ist denn Daphne? Nur mal eine Frage. Ist Daphne. Mein Daphne wäre mal wie hier oder so gewesen. Hier? Weiß nicht, ist doch nichts markiert. Nicht, wo Daphne ist. Ich habe noch Vermutungen. Ich vermute mal, sie ist jetzt. Schauen wir mal.
Und lag ich richtig? War schon, ne? Warum war hier drauf und hier gewesen? Aber es ist nicht mehr hier. Oh. Was ist die Olle? Ja, Cassandra, wie hast du dich bewegen würdest? Boah, kein Hintmarker, ne? Hintmarker, sag ich. Anders. Wieder Tim ist schon, die wären wir hier gewesen. Ich weiß, sonst kein Marker. Marker, ist Marker. Da ist die Arena noch mit dem alten Tiefsmonster. Da ist den Tinja finden noch, okay. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Speichern einfach mal, laden mal neu. Ich lüfte jetzt hier. Bin ich mal gespannt, ob das vielleicht hilft. Irgendwo muss die alle hier sein. Also ich kann nicht wirklich glauben von mir, dass ich noch weiß, wo die Olle ist. Warum? Will ich doch gar nicht runter von dem Scheißpferd. Meine Fresse, Cassandra. Wo ist Daphne? Ah. Mann. Ist hier? Lol. War schön, dass mir das nicht angezeigt wurde. Ganze Zeit über. Verhindert. Ja, ich nehme die Hauptquest an. Ja, bring die Fälle Daphne. Hier keine Marker. Ich nehme eine Unterquest an. Da musst du hingehen. Boah. Danke für die Info. Ja, warum ist Daphne plötzlich da? Ja, dann auf, ne? Oh. Denn auch von mir ist der Tote, ich war ja Ewigkeit nicht mehr hier gewesen. Holy shit. Ich hatte das Spiel aller Toten. Und. Das ist einer, den ich noch nicht kenne. Aber ich glaube, ich gefühlt schon jeden gesehen habe. Klar, in der falschen Stelle gesucht. Aber warum ist sie hier? Ich habe so die Vermutung, dass ich noch um irgendwas anderes kämpfen werden muss. Für sie, dass das einfach so eine Prüfung war für den Endboss. Der Endboss wird mich wahrscheinlich fertig machen. Würde ich jetzt vermuten. Wir sind ja gleich da, Cassandra. Dieser Höhle, weißt du? Da stehen und du finden. Bringst mir Geschenke. Das sollten alle Fälle sein. Ja, doch die Prüfung ist noch nicht vorüber. Wie meinst du das? Du hast dich in den Augen der Artemis als mächtige Jägerin bewiesen. Aber es bleibt noch eine Kreatur, die du besiegen musst.
Dieses Tier ist keine einfache Beute. Triff mich und meine Schwestern auf der Klippe, die das Dorf überblickt. Warte, warum so geheimnisvoll? Weil es so viel mehr Spaß macht. Todesfall. Ah, Meisterkapuzen. Oh, wir kriegen hier Set. Nice. Dafür. Oh, und noch eine neue Waffe. Das bin ich auf meinem Level. Im Level ab. Da bin ich jetzt mal neu da. 50% Schaden und 100% Gesundheit für gezähmte Tiere. Okay. Hunger haben wir nicht gekriegt. Ja. Was macht das? 50% Jägerfähigkeit. Schaden. Das ist nur das Set dann, ne? Ich spiele mal mit Linked. Na gut. Schön wäre, wenn ich hier noch was skillen könnte. Schön wäre es, 30 Meter inzwischen. Da habe ich mir gerade noch ein Schiff bekommen gehabt. Wer wird gewesen, so seltener. Ja. Alle mega stark. Gut. Sollen wir jetzt mit dir reden oder was? Niemand darf mich entdecken. Das machen wir, glaube ich, erst in der nächsten Folge, würde ich sagen. Also, rein. Ciao, ciao. Some days I can't get out of my head. That's just the dark side of me. Some nights it's hard for me to fall asleep. That's just the dark side of me. If you ever, ever call my name, you will find out that we're both the same. When the lights go out, I need to know. Are you afraid of the dark? I'm not afraid of the dark. I am not afraid, I am not afraid. Sick of the oppression and all the hate. Money and the power, social rank. Lot of pride now, not enough loyalty. Had to change my life for the better things. Had to boss up and overcome adversity. I put my brother in position. I know someday see the vision. I'm just living by tradition and I die for my respect. And I die for my protection. You might die for disrespect. Trying to clone me, thinking I don't see you.
I've got a human heart, I've got a human heart. Are you afraid of the dark? The dark, the dark, the dark. Some days I close my eyes and fade away. That's just the dark side of me. Some nights all the colors turn to gray. Afraid of the dark.